Hey ihr lieben Leute, hier ist wieder euer Knochenmark. Ja, und heute ist Tag 53 nach meiner Knochenmarktransplantation. Und wie man sieht, mir geht es super. Mir geht es prächtig, wirklich ganz, ganz toll. Einzige Problematik aktuell ist, dass ich noch bluttransfusionsabhängig bin. Aber ich hoffe, dass es bald nicht mehr der Fall sein wird, weil meine Zellen dann wachsen werden. Das ist also aktuell die einzige sozusagen Neuigkeit, aber sonst geht es mir sehr gut. Heute möchte ich gern diese Zeit nutzen, dieses Video nutzen für ein Flashback. Denn ich habe am Tag 18 nach meiner KMT, da war ich schon im Krankenhaus, da habe ich ein Video gemacht, wie man sich denn im Bett, im Krankenhausbett, dehnen kann und die Muskulatur etwas kräftigen kann, um einfach eine allgemeine Durchblutung zu fördern und ja, einfach ein bisschen, sich mal ein bisschen die Muskulatur locker zu machen. Und das werde ich jetzt gleich im Anschluss anschließen, dann könnt ihr das sehen, was ich ja zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, dann gebt mir einen Daumen, abonniert meinen Kanal. Wenn ihr noch Fragen oder Kommentare habt, dann schreibt die Kommentare und die Fragen in die Kommentare rein. Ich bin gerne dafür da, kann auch weitere Videos irgendwie einfügen und zum bestimmten Thema, was euch gefällt. Ja, und sonst fordere ich euch jetzt dazu auf, aufzustehen, euch ins Bett zu legen oder auf die Couch zu legen oder wenn ihr auch im Krankenhaus seid, dann legt euch hin und macht die gleiche Übung, die ich auch gemacht habe oder auch jetzt machen werde im Video, was ihr auch gleich sehen werdet. Viel Spaß dabei, macht's gut, das war euer Knochenmark und jetzt kommt das Video. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Knochenmark und heute möchte ich euch gerne ein paar Übungen, die ihr im Bett tun könnt, wenn ihr einfach etwas eure Muskulatur etwas Gutes tun wollt, ein bisschen kräftigen wollt, ein bisschen wieder aktivieren. Als allererstes ist es sehr wichtig, dass ihr zunächst mal Rücksprache mit eurem Arzt hält oder hier mit dem Personal und fragt, ob überhaupt ja, sportliche Bewegungen sozusagen möglich sind und wenn, ob, also inwiefern man was ausführen kann, ob es irgendwie eine obere Grenze gibt. Angenommen, ihr habt die Situation, ihr liegt im Bett und ihr habt einfach nicht die Kraft oder irgendwie nicht irgendwie die Lust aus dem Bett rauszukommen, weil ihr einfach so gut liegt, aber ihr denkt einfach, ja, ich muss trotzdem was für meine Muskulatur tun. Da werde ich euch jetzt ein paar Übungen zeigen, die ihr problemlos im Bett liegend machen könnt und einfach danach ein wohltuendes Gefühl haben wird. Wir fangen an unten bei den Knöcheln, also bei den Füßen, und dann arbeiten wir uns Schritt für Schritt oben bis zum Kopf. Da werde ich dann manche Übungen zeigen. Wichtig bei jeder Übung, immer schön ein- und ausatmen, bei der Belastung ausatmen, bei der Entlastung einatmen, damit der Blutdruck nicht zu hoch geht. Sehr wichtig. So, ihr liegt gemütlich auf dem Bett, auf dem Rücken. Und wir fangen jetzt mit dem Knöchel an, ganz einfach Bein hochheben und dann mit der Fußspitze Kreise in der Luft malen sozusagen. In die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Beinwechsel, das gleiche mit dem anderen Knöchel. Wenn es etwas knackst, ist gar nicht schlimm. Man muss das Gelenk ein bisschen einölen, ein bisschen Bewegung tut dem Gelenk gut. Das fördert dementsprechend auch die Durchblutung. Und dann auch wieder Richtungswechsel. Dann wieder hin. Dann von den Knöcheln wandern wir hoch Richtung Knie. Nächste Übung ist es, dass wir die Knie hier, sobald es geht, zur Brust bringen und wieder zurück. Zur Brust und wieder zurück. Und das machen wir 10 Mal. Habe ich auch vergessen zu sagen, dass mit dem Knöchel macht ihr auch 10 Mal pro Richtung, also 20 Mal insgesamt. Und dann Beinwechsel. Mobilisation des Knies. Dann, zweite Übung, auch für den Knien, anwinkeln, bis rechter Winkel ist und dann versuchen hier die Ferse Richtung Inneren, also Richtung Bauch zu bringen, vielleicht mit den Händen ein bisschen nachhelfen, reingehen, raus, hoch, reindrehen, raus, hoch, reindrehen. Dann mobilisieren wir die Knie und sozusagen noch die Hüfte. Wenn am Anfang die Hüfte ein bisschen knackst, ist nicht schlimm, ist ganz normal, das sind die Bänder und Sehen noch etwas versteift und nicht dran gewöhnt, diese Übung zu machen. Also nicht erschrecken,
kann passieren. Aber dann ist alles gut. Auch bei jeder Übung schön darauf achten, dass die Fußspitzen angezogen sind, weil sobald die Fußspitzen angezogen sind, ist auch das Knie sozusagen seitlich stabil. Also dadurch wird Stabilität verliehen. Also sehr, sehr wichtig. Das auch 10-mal pro Seite. Und dann wieder ablegen. Wir gehen jetzt hoch Richtung Hüfte. Wir legen die Füße hier nebeneinander und dann Hände nebendran und lassen einfach jetzt die Knie seitlich fallen und versuchen den Rücken einfach auf der Matratze zu lassen. Und dann wieder andere Seite. Das auch 10-mal pro Seite, einfach gemütlich fallen lassen, einfach mal ein bisschen Bewegung hier auch im Lendenbereich bringen. Das ist auch sehr gut für die Durchblutung, für die Bewegung, für die Mobilisation der Bandscheiben unter anderem, die auch sehr viel leidet, wenn man halt viel liegt. Okay. Also ich kann natürlich nicht die Anzahl vollkommen immer durchmachen, dass sonst das Fieber einfach zu lang wird. Da bleibt ihr in der Position und bringt jetzt die Hüfte zur Decke hoch. Hände neben dran, neben der Hüfte. Hoch, Po anspannen und wieder runter. Po anspannen und wieder runter. Und das tut wirklich gut. Mal wirklich hinten hier im Lendenbereich, den Rückenstrecker unten, im Gesäß ein bisschen Spannung zu bringen, hier von die Hüftbeuger auch mal ein bisschen zu dehnen, das tut wirklich sehr gut. Das ist eine sehr schöne Übung. Okay, wenn ihr das 10 bis 20 Mal gemacht habt, dann ist gut. Sehr wichtig, die Wiederholungsanzahl ist halt immer sehr, sehr flexibel, bin ich auch sehr flexibel. Also Hauptsache, wenn ihr im Bett liegt, dann heißt das, ihr habt nicht so viel die Kraft. Das heißt, auch wenn ihr nur 2 Wiederholungen oder 3 Wiederholungen pro Übung macht, ist nicht schlimm. Hauptsache, ihr habt ein bisschen euch bewegt, das ist wichtig. Natürlich versucht immer etwas mehr zu tun. Wenn ihr 3 schafft, dann sagt euch, okay, ich mache jetzt 5. Und dann am nächsten Tag mache ich 7, am nächsten Tag mache ich 10. Das ist wichtig, ne? Selber sich ein bisschen Ziele setzen und dann immer ein bisschen mehr wollen. So, danach eine kleine Dehnübung. Der eine Bein hier drauf, den Oberschenkel. Und dann versuchen die Ferse so weit es geht Richtung Gesäß zu bringen und das Knie hier ein bisschen wegdrücken. Da merkt man schon eine schöne Spannung hier am Gesäß. Tut auch sehr gut. Das haltet ihr so 10 bis 20 Sekunden, je nach Empfinden. Und dann das Gleiche auf der anderen Seite. Wunderbar. Dann geht ihr wieder runter. So, jetzt wandern wir wieder hoch Richtung Bauchmuskulatur und tun was für die Bauchmuskulatur. Entschuldigung. Jetzt gehen wir in die Seitstütze. Seitenlage. Schaut, dass Halswirbelsäule, also der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule ist. Ist wichtig, dass nicht, dass ihr so runterhängt, nicht zu hoch, sondern schön gerade. Und dann mit einem Bein gehen wir vorne hoch, seitlich runter, seitlich hoch und hinten hoch. Ne? Diese 3 Bewegungen. Vorne, Mitte, hinten. Ne? Und das macht ihr 10-mal einfach so viel, wie es geht. Das ist also eine schöne Übung, einfach hier auch für die Abduktoren nimmt man die, für die Muskulatur, die das Bein hebt. Und die ist auch sehr oft ein bisschen, ja, wird auch oft vernachlässigt, gerade wenn man im Bett liegt. Und natürlich auf die andere Seite natürlich dann auch. So, jetzt wandern wir zum Bauchmuskulatur hoch und machen normale sozusagen Crunches oder keine Sit-Ups. Sit-Ups sind einfach zu schwer. Wir machen es ganz normal Crunches, das heißt hier hoch und wieder runter. Hoch. Bauchmuskulatur anspannen, schön merken und wieder runter. Falls das einfach limitierend ist, wegen der Halswirbelsäule, weil hier einfach nicht genug Kraft ist, könnt ihr ein Handtuch nehmen oder sogar euer Kissen, Kopf reinlegen, also nicht schön hier so zack, sondern Kopf reinlegen, einfach im Kopf liegt einfach hier rein und dann gehen wir hoch, spannen an und wieder runter. Wichtig ist es, dass die Schulter, ganz Schultergürtel hochgeht und die Bauchmuskulatur angespannt wird, also nicht aus dem Kopf raus. Und noch niemals hier die Hände hinten dran und dann hier sowas. Ja, da merkt man schon, da wird die Halswirbelsäule gestreckt. Und es ist halt im Grunde wirklich gar nicht gut für die Halswirbelsäule, auch gerade für die Bandscheiben da oben. Dadurch können nur Probleme entstehen. Also so nicht, einfach Kopf locker ablegen, hoch und wieder runter. Das macht ihr auch 10 bis 20 Mal, so wie ihr es schafft. Und dann versucht immer ein bisschen
mehr rauszukitzeln, als ihr gerade könnt. Na, damit wirklich ein Effekt zu bemerkbar wird. Genau. So, nach der Bauchmuskulatur wandern wir rüber zum Schultergürtel. Und zwar, wir bleiben genauso liegen, Hände neben der Hüfte als Startposition. Wir gehen mit gestreckten Armen über den Kopf, soweit es geht. Und dann seitlich wieder zurück. Schaut, dass ihr Platz habt. Wieder hoch. Und dann wieder zurück. Wieder hoch. Wieder zurück. Einfach mal schön den Schultergelenk mobilisieren. Tut nämlich auch gut. Versucht auch, dass der Rücken, der untere Rücken, schön auf der Matratze bleibt. Also Bauch dabei anspannen. Ja, das macht ihr auch 10 bis 20 Mal, sogar 30 Mal, was funktioniert. Versucht wirklich da einfach in der Bewegung zu bleiben und so einen Flow reinzubekommen. Sehr gut. Danach wandern wir in der Brustwirbelsäule, im Rücken, in den Rhomboideen. Auch sehr wichtig, weil der Rücken wird ja dadurch, dass man liegt, extrem entlastet. Wir legen die Ellbogen in Verlängerung des Schultergelenks, ne, also hier auf einer Gerade. Die Hände sind zur Luft hin gestreckt, sozusagen senkrecht zum Boden oder zur Decke. Und dann drücken wir mit den Ellbogen in die Matratze und bringen die Brust so nach oben. Und hinten im Rücken bringen wir die Schulterblätter schön zusammen. Zack, und dann lassen wir wieder los. Gehen hoch, spannen an, 3 bis 5 Sekunden und dann wieder runter. Auch eine sehr schöne Übung, tut wirklich gut. Gerade wenn man oft im Bett ist gerade und mal ein Kissen ein bisschen höher hat und so ist oder weil hier die ganze Lehne mal hoch hat und noch ein Kissen, da kommt man schnell in so einem runden Rücken gerade oben, das ist halt für die Wirbelsäule gar nicht gut. Und gerade diese Übung ist einfach entgegenwirkend und es tut einfach extrem gut, es ist ein schöner Ausgleich. Ja, wieder runter. Sehr gut. So, von dieser Übung gehen wir eins höher und mobilisieren jetzt die Halswirbelsäule abschließend und drehen nach links den Kopf, soweit es geht, und dann nach rechts. Nach links, nach rechts. Okay. Macht ihr auch 10 pro Seite oder 20 pro Seite, so wie ihr schafft. Je mehr, desto besser. Und dann abschließend arbeiten wir bei der Muskulatur gerade neben der Halswirbelsäule, die halt oft einfach zu viel gestreckt ist, weil man zu viel Kissen hat und dann einfach so den Kopf einfach ja, so nach vorne ist und nicht mehr so in der natürlichen ja, Schwung sozusagen der Wirbelsäule ist. Und dafür muss man die Muskulatur ein bisschen kräftigen. Also ihr liegt da ganz normal auch Kopf in den Kissen und dann so ein Doppelkinn machen, also Kinn so reinbringen, so ein Doppelkinn machen und dann mit dem Hinterkopf in die Matratze reindrücken, kurz halten und wieder lösen. Reindrücken, kurz halten und wieder lösen. Reindrücken und wieder lösen. Ja, das ist auch, tut richtig gut, ich merke es auch. Genau. Ja, so viel dazu. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei den Übungen. Fangt genauso an, strukturiert an, von den Füßen bis zum Kopf. Dann fällt es einfach ja, gar nicht so schwer. Dann ist das ganz einfach. Wie man sieht, das ist innerhalb von 10 bis 15 Minuten gemacht. Macht zwischen den Übungen ein bisschen Pause, wenn ihr Pause braucht. Also hört auf euren Körper, es ist wichtig. Aber tut trotzdem ein bisschen was. Ihr werdet merken, einfach jetzt merke ich auch, dass mein ganzer Körper so ein bisschen attraktiver also, oder beziehungsweise mehr durchblutet worden ist. Und es ist einfach ein Schritt, dass die Muskulatur sich wieder aufbaut, dass sie nicht atrophiert. Und dass ihr einfach dann einen Schritt mehr nach vorne, damit ihr auch bald wieder aufstehen könnt, wieder auch bald wieder ganz aktiv in den Alltag einsteigen könnt. Ne? Schritt für Schritt wieder Richtung Genesung. Bis dahin, das war euer Knochenmark.